hier kannst du nicht mal in Ruhe schneiden. Weißt du? Unglaublich. Klack, Licht an. Wer meckert da? Das ist eigentlich totaler Quatsch. Ich weiß natürlich, wer da meckert und einen Aufstand macht und wieder unbedingt zu seiner Mutter will. Ne? Ja, Crumble ist es nicht. Aber die gibt auch gut Hackengas. Du bist es auch nicht, Tiramisu. Und der Pumpkin nicht. Die Pumpkin nicht. Es tut mir leid. Ja, da bist du direkt begeistert und haust ab. Ne? Sind wir auch nicht. Und es liegt einfach nur daran, wir mussten, die Kleinen werden ja nicht jünger. So, ich setze mich jetzt einfach mal auf den Tisch. Und da mussten wir mal das hier abdecken. Das liegt einfach nur daran, weil das Baby gar nicht mal so doof ist. Müssen wir ja zugeben. Wo haben wir denn hier? Da haben wir gar keinen. Da haben wir einen. Hier, hi. Alles klar? Ich kram den mal eben raus. Oh, so, und als Baby, ne, weil die ja nicht älter wird, sondern immer, doch, er wird älter, das war Quatsch. Hi, haben wir hier einen Müll? Ihr Müll ist direkt weg. Du bist schon 6 Jahre alt oder so und du bist noch total agil. Ich breche ab und Salt mag Müll nicht übrigens. Salt mag eigentlich überhaupt keinen. Das ist total faszinierend. Ich weiß, wir wissen nicht, ob es daran liegt, weil sie halt gerade Mutter ist oder sonst irgendwas. Aber Salt hat ja den Charakter, dass sie Menschen und Meerschweinchen hasst. Also halt bei dem, was Chosen gezeichnet hat. Ne? Und so in dem Sinne. Und sie spricht ja auch nicht und sie teilt sich deshalb ja auch nur mit allen anderen über Computer mit. Meckerst du gerade rum? Weißt du, du bist so zutraulich geworden, aber meckerst trotzdem rum. So, und ja, das ist halt das Faszinierende, weil sie hasst in Wirklichkeit anscheinend auch alle anderen Meerschweinchen und zickt die ganze Zeit nur rum. So, wo haben wir denn den? Der ist viel zu schnell, die kleine Kackbratze. Ne? Alter, du trägst deinen Namen zurecht, habe ich das schon mal erwähnt? Alter, meine Fresse, ist doch jetzt gut. Hier, back dir ein Eis, zieh dich mal vernünftig an. So, hi. Du bist nämlich Speedy und du bist quasi im abgetrennten Bereich, weil du wirst ja schon so ein bisschen älter, aber du hast Eier und das müssen wir anscheinend demnächst dringend ändern, weil unser kleiner Speedy hier fängt nämlich übelst an zu brummeln. So richtig, diese was ja bedeutet, kannst man das Fuß, alles schön, Füßchen bei Meerschweinchen immer schön, ne? Nicht runterhängen lassen, das mögen die nicht. Deshalb, und dieses Brummeln, das bedeutet ja, heute lernen wir etwas, dass die heiß sind. Also, ne? Ich meine, er ist noch jung und er kann wahrscheinlich noch nicht. Und in dem Sinne, aber wir haben ihn trotzdem mal abgetrennt und wir gehen heute mit ihm auch zum Tierarzt um 17.20 Uhr und dann gucken wir mal, wann wir mit ihm eine Frühkastration machen können. Weil unsere Züchterin hat nämlich gesagt, das wäre hilfreich. Ich meine, das ist natürlich vollkommen logisch, weil wir wollen ja nicht, dass hinterher einige von diesen kleinen Kackbratzen-Meerschweinchen geschwängert werden. Vor allen Dingen welche, die gar nicht mehr dürfen, weil wir wollen ja dann hier keine toten Meerschweinchen haben. Salt! Ernsthaft! Chill! Mein Gott, das machst du nicht mit Semmel und Pumpkin. Den kriegst du so einen drauf, das weiß ich. Ja, ne? Oma, wartest du auf Essen? Es gibt gleich Essen. Aber ich muss erst hier sauber machen. Guck mal, da liegen noch ganz viele Kräuter. Du kannst die essen. Ja, genau. Ohne deine eigene Kacke. Genau, du bist so eine Pappnase. Genau. So, ich muss jetzt gleich auch sauber machen. Und in dem Sinne, wir haben das halt hier abgetrennt. Weil unser kleiner Speedy, diese kleine Kackwatze hier, ist ja auch gar nicht super doof, obwohl er viel zu jung ist. Nee. Der stellt sich da nämlich hier hin und springt hier rüber. Er schafft das auch. Nein! Was an Nein? Kannst du... Nein! Geh dahin. Geh in die Hängematte. Oder so. Ich pack dir gleich wieder Müll rüber. Versprochen, dann hast du eine Gesellschaft. Betteln ist nicht. Nein, ich weiß, dass du zu deiner Mutter willst. Aber du musst aufhören, ein Muttersohn zu sein. Du kleines Ding, du. Tja, so, und in dem Sinne, immer schön auf Nummer sicher gehen, weil wir wollen ja keine
Meerschweinchen haben, die schwanger sind. Das mit Salt war ja jetzt ein Ü-Ei, da konnten wir nichts gegen tun. Aber in dem Sinne kann ich euch ein bisschen aufklären. Du bist so schnell, das geht überhaupt nicht. Und in dem Sinne würde ich jetzt auch einfach mal sagen, wenn ihr wieder was gelernt habt, könnt ihr diesem Video gerne einen Daumen rauf geben. Und wenn nicht, dann für Praline, die sich gerade putzt, weil das ist unglaublich niedlich, vergesst nicht zu abonnieren. Und wenn ihr richtig coolen Merch von uns haben wollt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und auf geht es auch zum Hauptkanal, weil da gibt es nämlich ganz viele von diesen kleinen Müffelstück-Videos. Spätestens morgen kommt wieder eins raus. Also es kommt nicht auf die Müffelstücke, weil das ist ja die Müffelstücke, es kommt auf die Meris, unserem Hauptkanal. Genau, alle wichtigen Links sind dazu unten in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch jetzt was. Guten Hunger noch, Tiramisu. Und bis dann. Duh.